heute Morgen im Frühdienst gehen kann? Noch nicht. Das sind 4 Nächte jetzt, ne? Mhm, genau. Guten Tag, hallo. Oh Mann, geht's total schlecht. Und ich weiß nicht, was. Ja. Ich kann auch kaum stehen. Setzen sich erstmal hierher. Langsam. Einmal hinsetzen. Sehen Sie alles? Einmal drehen. Drehen. Hallo, ganz schlecht ist Ihnen, denn ich. Haben Sie was getrunken? Nein. Nein, wir waren den ganzen Tag zusammen. Wir sind beides Lehrer. Und wir hatten heute Abi-Feier vom 13. Jahrgang, also mit Abi-Streich und so weiter. Und er hat nichts getrunken, auf keinen Fall. Nein. Seit wann haben Sie die Probleme? Ungefähr seit. Können Sie mal beide Arme heben? Der geht auch, okay. Schauen wir mal an. Sicher nichts getrunken? Nein, ganz sicher nicht. Das kann er sich gar nicht erlauben. Er ist Oberstudienrat und auf der Abi-Feier, da kann er keinen Alkohol zu sich nehmen. Also okay, das war jetzt sehr komisch. Ja, ich erinnere mich daran, dass es ein ziemlich stressiger Tag war. Ich glaube, es hatte sich auch jemand krank gemeldet und dann kam der Patient rein. Er war ziemlich am Taumeln und hatte eine ziemlich verwaschene Sprache. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass er vielleicht einfach nur Alkohol getrunken hat, was das erklären könnte. Das hat aber die Ehefrau verneint. Und da musste ich einfach daran denken, dass es auch ein Schlaganfall sein könnte. Da ist man in allerhöchster Alarmbereitschaft, wenn da jemand so eine verwaschene Sprache hat. Und deshalb habe ich ganz schnell einen Arzt gerufen. Guten Tag. Ach, gut, dass du da bist. Mein Name ist Dr. Becker. Wer sind denn Sie? Mein Name ist Robert. Ja, ganz verwaschene Stimme, aber ich habe schon geschaut. Beide Arme kann er heben. Er ist wohl Studienoberrat. Sie waren bei der Abi-Feier, Abi-Scherz. Ja, Abi-Feier. Und er sagt, seine Frau? Ehefrau. Er sagt, er hat nichts getrunken. Also ich kann nur erklären, dass kein Alkohol, aber irgendwie sehen Sie sehr nach Drogen Alkohol oder sowas, die Schüler vielleicht mit Streich oder die Pupillen. Können Sie noch ein Stück laufen? Der Patient wirkte betrunken, fröhlich betrunken, um genau zu sein. So ein Zustand kann natürlich auch durch andere Genussmittel oder Drogen im weitesten Sinne hervorgerufen werden. In einer Notfallambulanz muss man natürlich vorsichtig sein, dass man nicht vom ersten Eindruck geblendet wird und andere wichtige Ursachen außer Acht lässt. Ein beginnender Schlaganfall kann sich so zeigen. Der Blutdruck ist im Moment hoch. Also ich kann Ihnen im Moment überhaupt noch nicht sagen, was das ist. Das Gesamtbild sieht nach, sagen wir mal, Substanzen aus. Ja, das könnte aber er sein. Er hat nichts getrunken und ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht Abi-Streich, also du weißt, was dir noch heimlich irgendwie im Zuge ist. Aber Sie haben Ihren Mann absolut noch nie so erlebt. Nein. Mit Alkohol nicht, ohne Alkohol nicht. Er trinkt auch ohne. So kaum. Also. Okay, Herr Lichter, sagen Sie mal, was haben Sie denn heute so an normalen Sachen zu sich genommen? Also ich habe Kuchen, Kaffee und Kuchen hat er nur gegessen von unserem Haus. Aber Sie sind ganz sicher, dass er kein Diabetespatient ist? Nein, also nein, ist mir nichts bekannt, nein. Und sonst nur ein Stück Kuchen heute den ganzen Tag? Ja, 4, vielleicht 5. Und mit der Schilddrüse war auch noch nie was? Nein, nein. Also wir müssen die jetzt hier überwachen. Ich weiß wahrscheinlich erst, wenn ich die Laborwerte zurückbekomme, was los ist, ja? Wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, Sie bleiben bitte hier bei Ihrem Mann, bis die Laborergebnisse hier sind. Ja. Kann man nichts machen, Frau Lichter. Ja? Hi. Hallo. Ich bleib hier. Hallo. Ja, bleib bitte bei Ihnen. Einmal Abitur fehlte, nicht ohne. Schon wieder? Schon der erste heute. Nee, für uns der zweite. Ja, ich weiß nicht. Hallo, mein Name ist Dr. Becker. Wer sind denn Sie? Was ist denn Jan? Er ist 17 Jahre alt. Sieht aber gut aus. Ja, ist. Gefallen, geschubst, wie auch immer, also in nicht böser Absicht in einen Kuchenmesser oder ein Messer gefallen. Aber erst mal nee, kurz das tut so weh. Der junge Mann, der eingeliefert wurde, war unter ziemlich mysteriösen Umständen angeblich in ein Messer gefallen. Das Messer hatte seinen Arm durchbohrt, war an der anderen Seite wieder ausgetreten. Also wie sowas zufällig bei einem Sturz passieren kann, das ist schon sehr seltsam und da schrillen natürlich alle Alarmglocken. So eine Verletzung ist gefährlich, weil im Oberarm viele wichtige Blutgefäße verlaufen und vor allen Dingen auch dicke Nervenstränge. Wenn die durchtrennt werden, ist das für den Patienten unter Umständen von lebenslanger Bedeutung. Also momentan sieht es so aus, als ob da keine wichtigen Strukturen kaputt gegangen sind. Ja? Hoffen wir es, ja. Aber wenn das Ding rauskommt, weiß man nicht genau, was passiert. Deswegen schicken wir ihn jetzt sofort erst ins CT. Gleichzeitig den Chirurgen Bescheid sagen, die sollen bitte
sofort in die Radiologie jemanden schicken, der sich die Bilder anguckt und der Anästhesie Bescheid geben, wann Sie anfangen können, das Ding rauszuholen. Ich organisiere. Dann würde ich vorschlagen, wir fahren direkt mit der Tragung. Sie sind volljährig? 17. Dann müssen Sie nachher die Einwilligung. Ja, gar kein Thema. Ja, sicher. Das wäre also da. Ja. Waren Sie alle auf derselben Abi-Feier? Ja, wir haben Kuchen gebacken. Unser Hofbäcker. Genau. Von ihm haben wir den Kuchen bezogen. Wir machen immer Kuchen. Und der Kuchen ist so gut, dass der Herr Oberstudienrat nichts anderes den ganzen Tag gegessen hat. Okay. Alles klar. So, dann, ihr habt wirklich jetzt Zeit, hier noch rüber zu fahren. Ja, klar. Dr. Becker, hier ist der Vater von dem Patienten. Oh, ja. Hallo, Schatz. Die gemeinsamen Symptome der Notfallpatienten in der Ambulanz waren frappierend. Alle hatten wenig Schmerzen, alle wirkten etwas eingetrübt und wenig konzentriert. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das bei einer Abi-Feier passiert sein sollte, dass sie ohne etwas davon zu merken irgendwie unter Drogen gesetzt worden sind. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Lehrer wie Schüler gemeinsam an mehr oder minder legalen Drogen genippt hatten. Dr. Becker, kommen Sie mal schnell zur Anmeldung. Oh, nee. Hey, ich habe zusammengekommen. Hallo, Tim. Tim? Hallo. Ist ganz Hallo. Warm. Hallo. Einmal nach hinten. Tim, aufsetzen. Komm. Tim. Einmal hoch. Aber hoch. Hoch. Lassen Sie mich einmal Auf den ersten Augenblick wirkte der Zusammenbruch des Supermans im Vorraum relativ bedrohlich. Aber in so einem Kostüm, wenn man wenig getrunken hat, kommt es zu einem Hitzestau. Das Ganze war eine Synkope, auch Kollaps genannt, aufgrund eines Missverhältnisses von Schwitzen und Flüssigkeitszufuhr. Aber bei der Untersuchung fand ich dann auch bei diesem Herrn enge Pupillen. Seine Stimmung war auch ganz anders, als man bei einer normalen Synkope vermuten könnte. Er reihte sich nahtlos in die anderen beiden Patienten, die auf derselben Abi-Feier waren, ein. Mir ist total schlecht. Also, Blut abnehmen, auch Drogenscreening. Irgendwas muss ja irgendwo drin gewesen sein. Das kann es ja nicht sein. Ich habe die Kuchen noch im Auto. Also eben auch, ich habe ja aufgeräumt. Ja, irgendwas muss es ja liegen oder so. Das kann es ja nicht sein. Aber was mir einfällt, wir haben wirklich den Lieferanten gewechselt. Vielleicht ist da irgendwas. Ne, Mohnlieferanten. Wir haben den Mohnlieferanten. Ja, wir beziehen immer Mohn. Wir backen schon seit Jahren Mohnkuchen. Das ist unsere Spezialität. Wo kommt der Mohn her? Der kommt aus Australien. Wir hatten auch schon vorher Australien. Ja, wir haben nur dort den Händler gewechselt. Gewechselt, weil der günstiger war. Vielleicht liegt es daran, also ich weiß es da nicht. Was, ja. Hat dein Bruder auch Mohnkuchen gegessen? Nein. Und wie viele Stücke hattest du gegessen? Ich glaube so 4 oder 5 ungefähr. Also ich hatte auch Hunger. Na gut, wenn das der Schlafmohn war, dann haben die beiden Herren hier eine Opioidvergiftung. Gott, das kann doch nicht sein. Ein Rausch. Ja, wenn dann aber unbewusst, weil wie gesagt, wir haben... Wir müssen trotzdem jetzt unheimlich aufpassen, weil wir wissen nicht, wie das mit dem Kreislauf weitergeht. Ja, natürlich. Beim älteren Patienten haben wir natürlich auch noch an andere Sachen gedacht. Aber das sieht doch sehr danach aus, als ob mit dem Mohn irgendwas nicht so ganz in Ordnung war. Unsere drei Patienten hatten alle eine mehr oder minder große Menge Schlafmohnkuchen zu sich genommen und nicht normalen Mohnkuchen. Schlafmohn ist eine Art Rohopium. Das sollte natürlich nicht zum Backen verwendet werden. Es wird in Deutschland nur unter strengsten Auflagen angebaut. Wenn man winzige Mengen Schlafmohn zu sich nimmt, hat das sicherlich keine so berauschende Wirkung wie hier bei unseren drei Patienten. Aber generell sollte eigentlich in Deutschland Schlafmohn überhaupt nicht in eine Bäckerei geraten. Oh, da seid ihr ja schon wieder. Ja, bitteschön. Dann wieder ab auf die Liege. Aber er hat jetzt nicht mehr so die schwankende... Nee, es wird langsam wieder ein bisschen... Mal ein bisschen Platz machen. Genau. Moment. Es wird langsam wieder gut. Ja. Der Urintest war relativ schnell ausgewertet. Es hat sich bestätigt, dass alle drei Männer ein opiatpositives Ergebnis hatten. Schuld war der Mohnkuchen. Wie genau das nun gelaufen war und ob man die australischen Behörden einschalten muss, das sollte dann die Polizei machen. Haben wir Naloxon da? Ja. Was ist das? Naloxon ist ein Gegenmittel
bei einer Opiatvergiftung. Man muss das also behandeln, als ob er wirklich mit einem morphinartigen Medikament sich vergiftet hat. Nur in diesem Fall war es wohl ein sehr ungewöhnlicher Mohn, den Sie da geliefert bekommen haben. Das war quasi eine Art Rohopium, den haben Sie in den Kuchen gehauen. Ach, oh Gott. Oh Gott. Ob da eine Lieferanten... Das ist ja ein Haufen ich denke, wir müssen da die australischen Behörden auch mal informieren. Da wir natürlich nicht wissen konnten, wie viele Mohnkuchen-Fans sich auf dieser Abi-Feier befinden, war es ganz wichtig, sicherzustellen, dass dieser Kuchen nicht mehr verkauft wurde. Das hatte aber der Bäckermeister schon erledigt, zumal sein Stand mit dem Mohnkuchen ja durch den Messerunfall zusammengebrochen war und der Kuchen nicht mehr verkauft werden konnte. Wir mussten die Polizei informieren, dass es sich eben um illegale Drogen handelt. Und auch wenn es glaubhaft klang, was der Bäcker und seine Frau sagten, muss die Polizei das überprüfen und schlimmstenfalls sogar international gegen den Lieferanten vorgehen, der ja unter Umständen auch noch andere Geschäfte macht, als Mohnkuchenzutaten zu verkaufen. Da müssen wir halt nur gucken, was mit dem Jan noch ist. Soll ich schon mal auf Schiff Jan dürfte jetzt so langsam aber sicher mit der OP fertig sein. Und da rechne ich nicht damit, dass das irgendwelche Komplikationen gibt. Ich habe jetzt nicht das CT-Ergebnis gehört, aber die Kollegen hätten sich gemeldet, wenn da wesentliche Strukturen verletzt worden wären. Ja. Er hatte einen guten Puls, er konnte die Finger bewegen, er hatte eine Schmerzempfindung, vielleicht auch eingestrengt durch das eine oder andere Stück Kuchen, keine Ahnung. Also das wird auch glimpflich ablaufen, aber er muss mindestens 5-6 Tage bleiben. Ja. Jan hat wirklich Glück gehabt. Das Messer hat weder wichtige Arterien noch Venen oder gar dicke Nervenstränge tangiert. Es konnte problemlos ohne eine große Blutung und notwendige Gefäß- oder Nervennähte entfernt werden. Mit einer Antibiotikaprophylaxe ist auch nicht davon auszugehen, dass es zu einer schweren Entzündung kommt. Ich rechne damit, dass er sich innerhalb von 7 bis 14 Tagen fast vollständig erholt.